Und jetzt möchte ich Mario und Michelle Kummer bitten, zu uns zu kommen. Das ist ja aber euer Rallye-Outfit und deswegen finde ich es total in Ordnung, dass ihr die Hüte aufbehaltet, Michelle und Mario. Ja, es geht um die Baltic Sea Circle 2020, eine Rallye. Das erzählt ihr jetzt mal selber. Du hast es neulich schon im Film gesagt. Durch 10 Länder geht in 16 Tagen mit rund 8000 Kilometern mit einem Auto, was mindestens 20 Jahre alt sein muss. Und den Erlös dieser Rallye-Geschichte, den spendet ihr unserem Förderkreis Gute Stube e.V. Zu 100%, ja. Also, abschlussfrei. Und da können wir jetzt schon sagen, dass nach einem ersten kleinen Aufruf, Mario hat heute irgendeine Geschichte freigeschaltet, das wird er gleich selber erzählen, aber im Vorfeld haben wir erfahren, dass bereits über 2000 Euro gespendet wurden. Und zwar 1000 Euro von der Firma Sam in Buxtehude. Und den Rest weiß ich nicht so genau, wie der sich zusammensetzt. Ist ja aber auch nicht so wichtig. Ich finde, entscheidend ist die Summe, die jetzt schon zusammengekommen ist. Bevor wir jetzt weitergehen, Norbert wird nach dem nächsten Song eine kurze Versteigerung machen für weitere Werbeplätze für die Rallye, die Michelle und Mario fahren werden. Erzählt ihr jetzt aber bitte erstmal A, wie ihr dazu gekommen seid und B, wie das Ganze so abläuft und wann und überhaupt. Ja, wir machen eigentlich schon seit Jahren, im Prinzip 4 Jahre jetzt, 5 Jahre, 4 Jahre, Touren nach Norwegen, Schweden, Dänemark durch, Vater, Tochter im Prinzip. Wir sind immer ca. 3.500 bis 4.000 Kilometer unterwegs in 10 Tagen, da ich nun beruflich sehr engagiert bin, habe ich nicht so viel Zeit für Urlaub, deswegen 10 Tage. Und haben wir die Fahrerfahrung schon gekriegt und haben gedacht, Mensch, wir machen das jedes Jahr. Und dann habe ich meinen Freund Thorsten Sievers, der sitzt da vorne am Tisch, mit seiner Tochter Mette, darauf gebracht, dass es eine Charity-Rallye gibt, die Baltic Sea Circle, die dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum hat, wo man halt für einen guten Zweck sammeln kann. Und dann habe ich gesagt, wir fahren dann lass uns doch das Auto als Werbefläche zur Verfügung stellen für einen guten Zweck. Sprit zahlen wir fahren ja auch so in Urlaub insofern. Ein paar mehr Kilometer dieses Jahr, aber okay. Und das Ganze ausdehnen von 10 Tagen auf 16 Tage, also viel Urlaub habe ich seit 5 Jahren nicht mehr gehabt. Ich freue mich schon drauf, das wird entspannt. 8000 Kilometer in 16 Tagen. Ja. Und das Ganze ist halt eben sehr medienwirksam. Es wird berichtet deutschlandweit, wir und auch ihr postet unsere Aktivitäten auf Instagram und Facebook. Also jegliche Werbeflächen, die auf dem Auto drauf sind, sind also jeden Tag mehrfach in den Medien. Und Silvia sagt es, glaube ich, du hast über das Netzwerk irgendwie 2 Millionen Klicks oder sowas? Ja. Ist doch enorm. Bessere Werbung kann man sich nicht vorstellen. Wir haben uns gefragt, was nimmt man dafür? Gut, ich habe ja unser Spendenziel für den Verein Förderkreis Gute Stube e.V. Ich habe es noch ein bisschen hochgesetzt in 10.000 Euro. Dementsprechend müssen wir den Wagen jetzt ein bisschen aufteilen, da wir jetzt auch 11 Interessenten haben. Und wir haben uns gesagt, derjenige, der am meisten bietet für den Platz auf dem Auto, die genaue Aufteilung folgt ja noch, darf sie jetzt erst einen Platz aussuchen. Dann des Weiteren haben wir eine App gemacht, die ist seit heute 18.07 Uhr frei. Also da kann man sich aussuchen, per PayPal, per Bankeinzug, per Kreditkarte, PayDirect oder Überweisung. Wenn ich jetzt spende, kommt zum nächsten Februar rechtzeitig zur Abrechnung für den Steuerberater. Die Spendenmischer, die Firma, die Spendenmischer. Also wir freuen uns auch, sag ich mal, über 5 oder 10 Euro. Die Masse macht sind wir ja. Wir haben jetzt schon, dank Erda Holzer, Sim, 1000 Euro drin. Wir haben 500 Euro drin von der Firma TBH Trockenbau in Hollenstedt. Wir haben eben, habe ich während des Salons, eine WhatsApp gekriegt, der hat das live gesehen, von Rechtsanwalt Christian Bunz in Buxtehude, spezialisiert auf Patientenrecht, Medizinrecht. Also der sagt, 500 Euro packe ich nochmal dazu. Das heißt, wir haben hier das schon 2000 Euro. Das sind die Sachen, die ich liebe, dass während des Salons die Reaktionen kommen und in diesem Falle auch das Geld kommen. Das finde ich einfach wunderbar. Und es zeigt uns auch, dass wenn wir weiter so machen, alle zusammen, dass wir doch einiges erreichen können. Richtig. Und da war ja erst die Überlegung, wie machen wir das eigentlich? Die Aufkleber kosten ja auch Geld. Das ist doof, weil ich möchte gerne alles irgendwie an den Förderkreis Gute Stube e.V. geben. So viel Geld habe ich ja auch nicht selber bezahlen kann. Und da habe ich mal in unserem Netzwerk rumgefragt und bin auf die Firma Printotech in Harburg gestoßen. Die hat sich bereit erklärt, kostenlos die Werbung zu gestalten und das Fahrzeug zu bekleben. Und das ist auch ein Sonderapplaus. Ich möchte mir auch gerne den Scheck hinterher geben.
im Prinzip an euch, an den Förderkreis Gute Stube e.V. und fünfstellig finde ich toll und das ist unser Ziel. Darüber freuen wir uns natürlich auch, wir freuen uns alle mit. Ich bin natürlich gespannt, also 8000 Kilometer in 16 Tagen, da fährt man ja fast Tag und Nacht. Ein bisschen müssen wir auch schlafen. Dann ist es ja nicht eine deutsche Autobahn, die ihr wahrscheinlich davor finden werdet, sondern es ist ja Piste. Und ich ziehe da echt den Hut vor, ich habe keinen Auffahrt, aber ihr habt ja einen Auffahrt. Ich muss schon sagen, also hohen Respekt und dann eben auch zu sagen, ich gebe das alles, was ich bekomme, an Spenden dann für den guten Zweck. Also das zeichnet schon euch beide wirklich aus. Also das ist schon ganz besonders. Also dafür vielen Dank. Ja, wir wünschen euch in jedem Fall natürlich eine ganz tolle Rallye, aber wir werden vorweg berichten, wie sich das alles so entwickelt und werden dann auch die Filme von euch, die ihr uns schickt, während der Rallye veröffentlichen. All das liest man bei uns auf dem Portal, bei uns in neubunsdorf.de in lockerer Folge und jetzt freuen wir uns erstmal auf den nächsten Song. Nee, ich wollte Frau Holzer nochmal bitte kurz nach vorne bitten. Frau Holzer, wir hatten Sie vorhin schon im Talk, aber jetzt habe ich halt gehört, dass Sie die erste Großspende an Mario und Michelle Kummer für die Rallye gegeben haben. Dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken, weil das geht ja an unsere Leute hier vom Förderkreis und das ist natürlich total toll. Sie haben es eben ganz spontan entschieden, oder? Nee, nicht ganz, weil Mario hatte mich schon angesprochen. Ich wusste also von der Rallye mit seiner Tochter und ich habe gesagt, ich finde das ganz toll, wenn Vater und Tochter sowas Tolles organisieren und wir unterstützen das in jedem Fall. Also deshalb bin ich heute Abend hier, weil er gesagt hat, heute haben wir das Publikum gegeben und komm doch bitte her. Und ich war noch nie in Neubunsdorf, ich war noch nie hier. Oh! Da habe ich erstmal gewundert, kein Parkplatz, musste drüber Aldi parken, kein Schirm mit, geregnet. Da denke ich, das fängt ja gut an. Kein guter Einstieg. Aber wir hatten halt gesprochen und ich habe gesagt, ich finde das ganz toll, wir unterstützen das, wir machen nicht so viele Projekte, ein Pflegedienst hat es auch nicht so leicht, aber ich war so begeistert, wenn ein junger Mensch das einfach mitmacht und deshalb haben wir gesagt, komm, wir tun 1000 Euro im Pott und dann machen wir was Gutes. Ich wusste schon, ganz, ganz herzlichen Dank, ich hoffe, dass ihr bald die Schule macht und jetzt freuen wir uns auf den nächsten Song von unserer Band Rihanna. Danke, Frau Holzer. Thank you.